Nochmal hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Es gab mal wieder ich wollte Durchfall jetzt gerade sagen, einen Ausfall. Ja, es tut mir leid. Ich hatte mich leider in ein anderes Spiel verzockt ohne Ende. Ich habe echt nicht mehr auf die Uhr geguckt. Ich habe einfach gespielt und gespielt und gespielt. Und irgendwann so am Abend fiel mir so ein: Oh, Minecraft. Hoppla. Da war was. Ja. Dieses Spiel hat mich voll im ganzen Bann gehabt. Es war echt faszinierend. Ich habe jetzt, ich habe es natürlich nicht aufgenommen. Ich habe schon mit den Herausgebern gesprochen gehabt und habe nicht die Erlaubnis dafür bekommen, weder zu Let's Playen noch zu, also generell halt nicht rausbringen. Und daran halte ich mich auch. Und ich denke mal, viele wissen es ja, was es sein könnte. Oder können Sie zumindest denken, auf jeden Fall habe ich, ich glaube, 16 Stunden damit verbracht mit diesem Spiel. Und bin heute mal also weiter mit. Ich habe wirklich hauptsächlich viel Lebenszeug und so gemacht, weil ich mich gerne sehr genau umgucke. Und da kann es schon mal passieren, dass da wirklich einige Stunden draufgehen werden bei mir. Ich glaube, ich müsste auch wieder Dragon Age eigentlich wieder aufnehmen. Das habe ich natürlich jetzt auch in dem Moment nicht mehr dran gedacht. Ich werde das aber noch nachholen. Deswegen hole ich jetzt auch gerade heute nach. Wie gesagt, ich hätte gestern machen sollen, habe es halt nicht geschafft. Deswegen wird jetzt diese Folge hier morgen, also Dienstag, rauskommen. Oder? Ja, Dienstag. Und ja, dann werden wir mal weitersehen. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ich weiß, dass einige das hier sehr mögen. Und ich hätte auch ja versprochen gehabt, dass ich noch was Neues anfange, aber ich glaube mal, das wird erst noch einen Moment dauern. Bis ich so alles richtig auf die Reihe gekriegt habe nochmal. Ich will erstmal das eine Spiel erstmal machen. Und nebenbei halt privat. Und dann ja, weitersehen. Ich meine, ich würde es euch ja gern zeigen und ich weiß nicht, ob ich es erwähnen darf. Aber man kann sich, wie gesagt, schon denken. Ich sag's mal so, es kam jetzt erst vor kurzem raus. Viele wissen schon, was es ist. Ich denke, alle wissen es. Zumindest die, die sehr gerne Konsolenspiele spielen und so. Und ja. Es hat mich, wie gesagt, tierisch in den Bann gezogen. Es ist ein super Spiel. Minecraft kann auch einen dermaßen in den Bann ziehen und auch, ist auch ein super Spiel. So ist es nicht. Aber es war halt wirklich sehr faszinierend. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, es war ein sehr faszinierendes Spiel. Aber jetzt mal jetzt weiter von Minecraft reden. Nicht, dass wir noch Ärger kriegen mit Mojang. Ich bedanke mich erstmal für die lieben, lieben Kommentare hinsichtlich des Spiels hier, dass es auf jeden Fall ein tolles Spiel ist und dass man mich weiter verfolgt. Bin ich auch sehr dankbar dafür, wirklich. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch etwa halbwegs gut ankommt. Gerade, dass es Minecraft eigentlich ist. Aber wie gesagt, ich bin da sehr, sehr positiv davon überrascht. Da so ist. Wir wollten ja eigentlich, glaube ich, einen Schneemann bauen. Sobald ich mich noch entsinnen kann, wollten wir dieses tun. Problem ist einfach, dass wir noch keine Melone, nicht doof, Kürbis haben. Uns fehlt der Kürbis. Also werden wir warten müssen, bis da was rauskommt. Komm, wir pflanzen jetzt diese drei Bäume. Zack, zack, zack. Klatschen jetzt einfach mal so dahin. Ich kann ja mal nachgucken, ob in irgendeiner von meinen Kisten vielleicht doch ein Kürbis drin ist, weil wir brauchen einen Kürbis. Ohne den können wir keinen Schneemann bauen. Aber ich möchte einen Schneemann haben. Es ist Winterzeit. Hier draußen, wenn ich rausgucke, liegt kein Schnee. Es ist nur scheiße kalt draußen. Und ich will jetzt einen Kürbis haben. Ich will jetzt einen Schneemann haben. Ich will jetzt Kürbis haben. Nein, ich habe nicht meine Regel, aber ich will das jetzt. Kakaobohnen. Was zum Henker kann man eigentlich mit Kakaobohnen anfangen? Samen. Ja, toll, Samen. Wir könnten eigentlich mal Karotten an.
Jetzt wollte ich Schranzen sagen. Ich komme auf Schranzen. Anpflanzen. Was ist denn heute mit meinem Wortschatz los? Das ist ja unter aller. Schranzen. Sind wir hier Schranzfan oder wie? Also nichts gegen die Leute, die da Fan davon sind. Ich bin's nicht, aber jeden das seine, ne? Yay! Wir brauchen jetzt nur noch 15.000 Jahre, bis das endlich an. Es ist hier so extrem viel Gras, finde ich. Ich meine, das Verlangen ist abzufackeln, ist groß. Mhm. Aber nein, das werden wir natürlich nicht tun. Wir können doch, glaube ich, jetzt Papier herstellen, jetzt, oder? Oder Zucker. Wir können Zucker herstellen. Zucker ist auch gut. Was ist das denn? Ein Kürbiskuchen. Yeah. Ja. Ganz ehrlich, wer will sowas essen? Oder kann man das überhaupt essen? Ich meine, Info. Kann zum Braun verwendet werden, hauptsächlich um Tränke mit negativen Effekten. Das, okay, ich dachte schon, das, obwohl trinken will es aber auch keiner, oder? Ich meine, will einer von euch freiwillig ein Spinnenauge trinken? Ich nicht. Buch und Feder. Weißer Teppich. Oh, es wird dunkel. Ja, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, gibt ruhig Themen vor, über die ich reden kann. Das würde vielleicht um einiges leichter machen. Ansonsten müsst ihr mit den Themen klarkommen, die ich habe. Und das sind noch nicht viele. Ich werde also nicht über Politik und so einen Quatsch reden, das ist nicht so mein Fall. Ich bin nicht wirklich Politik geeignet. Eine Leine, aha. Ein Endeauge. Für was war nochmal das Endeauge? Es war, glaube ich, da konntest du irgendwas angezeigt bekommen. Bin mir aber nicht mehr sicher, was. Ich muss mal kurz husten. Entschuldigung, ich mache mal kurz das Mikro wieder aus. Entschuldigung. Oh. Kratzt momentan wieder so extremsten Hals. Ich glaube, ich werde krank. Stolperdrahthaken. Was ist ein Stolperdrahthaken? Wird aktiviert, wenn etwas oder jemand einen verbundenen Stolperdraht durchquert. Ja und? Was macht das dann? Hat man das oder wird? Ich würde gerne gleisen bauen, aber dafür brauchen wir Redstone. Und dazu müssten wir eigentlich mal in die nächstbeste Höhle jumpen und Redstone suchen. Aber ich will nicht Redstone suchen. Ganz ehrlich nicht. Ich mag keinen Redstone suchen. Ich bin Redstone-Suchfaul. Ah, da. Ein Bücherregal. Buch und Feder. Buch. Wir könnten ein Buch herstellen. Was kann man mit dem Buch machen? Wird zur Herstellung eines Bücherregals verwendet. Oder verzaubert, um Zauberbücher herzustellen. Okay. Eine Staffelei. Was kann man mit der Staffelei anfangen? Was fehlt denn da? Ja, und was brauche ich dafür jetzt? Eine Steinstufe. Kann benutzt werden, um Rüstung und andere. Ach so, ich habe das für eine Staffelei. Das ist ein Rüstungsständer. Ah, okay. Ja, guten Morgen. Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie schon wussten, aber mein Hirn hat sich verabschiedet. Ich gehe jetzt schlafen. Ui, 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 ui. So, und wieder wach. Das ging jetzt schnell. So. Ja. Guten Morgen, Welt. Guten Morgen, Idiot. Ey. Wir könnten ja mal rein theoretisch hier hoch und runter rutschen. Nein, wir könnten zwar rein theoretisch unser Baumhäusle anfangen. Das wäre doch schon mal die Idee, oder? Wir könnten auch den Fluss entlang schippern. Aber da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu.
Ich habe mir diesen Baum dafür. Oder den daneben? Nee, ich bin daneben was gewesen. Nehmen wir diesen Baum. Welchen Baum? Ja, den da. Den hier habe ich mir dafür. Hecke bei Busch, geh weg. Da. Den habe ich mir dafür ausgesucht. Genau den hier. Keinen anderen außer den hier. Den möchte ich haben. Und wieder da unten. La 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 la. So. Dafür bräuchten wir aber noch mehr Holz. Oder? Ich glaube ja. Wir sollten doch mal langsam die Setzlinge irgendwie einsetzen. Wir haben diese Dschungeldinger da, Dingelbummel. Samen. Eichensetzlinge, nee, die suche ich nicht. Haben wir nicht irgendwo auch. Hier unten müsste ich auch irgendwann mal weitermachen. Irgendwann mal. So in den nächsten 30 bis 40 Jahren. Da, Dschungelsetzlinge. Und wir haben auch Knochen. Und daraus stellen wir jetzt Knochenmehl her. Und stellen uns einen Baum her, den wir fällen können. Wir nehmen natürlich nicht alle Knochen. Ach, Halliklappe, Bertha. Ja, wenn man jetzt noch wüsste, ne? Jetzt mal aufgepasst. Unerricht. Wir könnten einen goldenen Apfel herstellen, aber was bringt uns der goldene Apfel? Ah, okay. Oh, nee. Ich glaube, das war hier, oder? Oder war das da? Ah, Knochenmehl. Ha. Oder? Ja. So, jetzt haben wir Knochenmehl. Jetzt suchen wir uns eine Stelle aus. Genau da, wo es scharf steht. Die Stelle will ich haben. Weg, 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 weg. So. Wir nehmen jetzt mal. Genau die Stelle hier. Genau die hier. Ich will keine andere unter dieser Stelle. Dschungel-Dingsbums-Setzlinge. Zap. Das dürfte eigentlich so funktionieren, oder? Zap. 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 Verdammt. So. Ha! Tada! Unser eigener riesiger Baum. Ha ha ha. So, den fällen wir jetzt. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Also fällen wir den jetzt. So, zip, zip. Was brauchen wir denn jetzt gerade nicht? Wir brauchen jetzt eigentlich mal kurz Erde. Die Leiter brauchen wir nicht. Die Wolle brauchen wir nicht. Das Gold brauchen wir nicht. Da ist mal einen halben Mal Sicherheitshalber hier. Das lassen wir auch mal da. Das tun wir da. Die Leiter tun wir auf die Leiter. So. Wir sollten uns vielleicht noch eine Kuh. Wir sollten uns vielleicht nicht eine Kuh zulegen. Das brauchen wir natürlich jetzt nicht. Auch wenn die Kuh das will, wir brauchen es nicht. So. Da. Wir brauchen extra. Ich bezweifle es irgendwie, dass eine einzige Axt lang wird. Das ist so. Ich hab's im Gefühl. Die werden vielleicht unten landen, aber ich kann sie dann unten aufsammeln. Bloß keine Höhenangst haben, bloß keine Höhenangst haben. Nee, ich habe keine Höhenangst. Ich doch nicht.
Ich habe zwar fast ein Pipi-Höschen, aber ich habe keine Höhenangst. So. Ich strulle mir nur. Ich hätte Sand nehmen sollen, das wäre effektiver gewesen. Bin ich bescheuert? Warum sagt mir das denn keiner, hä? Ich bin doch blond. Mensch. Ich muss jetzt irgendwie. Gut. Nichts gegen Blondinen, wohlgemerkt, ich bin selbst blond. Das ist so die allgemeine. Da ja so viele Leute immer Blondinen verarschen, sage ich halt immer so: Oh Gott, bin ich blond. Aber ich bin jetzt selbst eine Blondine, also beleidige ich mich generell auch selbst mit. Und wie es der Zufall so will, bin ich sogar blauäugig. Und ja, ich denke mal, das ist immer noch so geläufig in vielen Hinsicht, in vielen, vielen Orten. Ja, in vielen, vielen Orten. Dieses B, blond, bläugig, blöd. Kenne ich nur zu gut. Ja, wir nehmen die Spitzhacke. Man nehme eine Spitzhacke und versucht damit einen Baum zu fällen. Das funktioniert ja einwandfrei wahrscheinlich. So. Mir kribbelt die Nase, als mich plötzlich losgieße, tut's mir leid. Aber ich bin eine alte Entschuldigerin. Ich entschuldige mich für alles. Keine Ahnung, warum ich das mache, aber es ist so generell. Ich entschuldige mich fürs Leben. Es wurde mir so beigebracht, ich soll mich für alles entschuldigen. Okay, tut mir leid. Haha, nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Und bloß nicht nach unten gucken, zu spät. Naja, zumindest kann ich jetzt sagen, wir haben genügend Dschungel-Dingsbums. Ich lach mich tot. Das dürfte auf jeden Fall für eine hier ein Stau. Foundation lang. Hoffe ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie groß ich die jetzt mache. Ob ich die jetzt nur im kleinen Format mache oder ob ich mir da richtig so ein Mordshaus hinklatsche. Ich sehe alles möglich, ne? Ich denke mal, ich dürfte jetzt alles haben. So. Naja. Es gab zumindest ordentlich Holz. Aber irgendwie ziemlich wenig Gesetzlinge. Bin ich gar nicht so gewohnt, dass es so wenig Setzlinge gab. Oder gibt. Dschungelholzbretter, die kann ich da auch jetzt erstmal dahin tun. Die Erde nehme ich sicherheitshalber mal mit. Und die Leiter nehme ich auch mit, die kann ich. Ach gut, gebrauchen. So. Und jetzt machen wir. Kleingehacktes. So. Wird schon wieder dunkel? Wollt ihr mich verorchen? Ich habe doch nur ein paar Sekündchen da gearbeitet. Da kann es schon wieder dunkel werden. Das geht so nicht. Jetzt bin ich sehr enttäuscht. Ja. Kannst du nachts schlafen? Für mich ist es schon Nacht. Meine innere Uhr sagt schon Gute Nacht. Warten wir mal kurz. Oh, Entschuldigung.